Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wieso Politik, Mr. G. Das Thema heute ist Konjunkturzyklus und Wirtschaftswachstum. Wir werden das Thema besprechen, indem wir drei Schritte thematisieren. Erstens werden wir uns mit einem Modell beschäftigen, das den Konjunkturzyklus darstellt und insbesondere vier Konjunkturphasen unterscheidet. Natürlich werden wir hier die Eigenschaften dieser vier Phasen ganz besonders genau beleuchten. In einem zweiten Schritt werden wir über Wachstumstheorien sprechen, die versuchen zu erklären, wie es überhaupt zu Wirtschaftswachstum kommen kann. Und in einem dritten Schritt besprechen wir das Thema Wachstumskritik, die ungefähr so alt ist wie die Wachstumstheorien selber. Der Grundgedanke der Wachstumskritik kommt vor allen Dingen daher, dass man irgendwann festgestellt hat, dass in einer begrenzten Welt Wirtschaftswachstum sowohl theoretisch als auch praktisch nur begrenzt möglich ist. Viel Spaß! Schauen wir uns also einmal den Konjunkturzyklus oder den Konjunkturverlauf in einem Modell an. Die Konjunktur misst ja die unterschiedliche Wertschöpfung, Wirtschaftsleistung oder das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, einer Volkswirtschaft. Hier steht Wertschöpfung an der Achse, letztlich egal, wir müssen es nur klar machen, damit ist das Gleiche gemeint wie Wirtschaftsleistung oder Bruttoinlandsprodukt. So, der Konjunkturzyklus unterscheidet vier Phasen und diese vier Phasen wiederholen sich immer. Zyklus heißt ja nichts anderes als Kreislauf, so muss man sich das vorstellen. Diese vier Phasen treten, zumindest in diesem Modell, immer wieder nacheinander auf. Schauen wir uns die Phasen einmal an. Wir haben den Aufschwung, den Boom oder die Hochkonjunktur, den Abschwung und die Depression. Ich habe jetzt mal hier die vier Jahreszeiten rangezogen, so als ja, Gedankenstütze sozusagen. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Frühling steht für den Aufschwung, Sommer für den Boom, der Herbst für den Abschwung und der Winter natürlich für die Depression. So, das wäre der Konjunkturzyklus, der sich im Kreislauf immer wieder wiederholt. Jetzt müssen wir uns klar machen, dass man sich ja die Frage stellen kann, wie lange so ein Konjunkturzyklus eigentlich dauert. Und da gibt es unterschiedliche Erklärungen. Manche Lehrbücher sagen, ja, der Konjunkturzyklus, der kann zwischen 2 und 10 Jahren dauern. Gibt es wieder andere Lehrbücher, die sagen, ja, ungefähr ja, 4 oder 5 Jahre dauert so ein Konjunkturzyklus. Ist letztlich auch egal. Irgendwo in diesem Zeitraum wird das wohl sein. Hier steht ja auch sehr bewusst nur Zeit, weil das ein sehr weiter Begriff ist und um damit auch zum Ausdruck zu bringen, dass der Konjunkturzyklus unterschiedlich lang ausgeprägt sein kann und, das muss uns klar sein, die Phasen auch nicht als gleich lang zu verstehen sind, sondern auch völlig unterschiedlich in ihrer Dauer ausgeprägt sein können. Das muss man sich klar machen. So, schauen wir uns mal den Kurvenverlauf an. Das wäre ja hier diese ja mit viel Fantasie erkennbare ja, S-Kurve, wenn man das so möchte, also umgedreht. Man fängt normalerweise an mit einem Tiefpunkt hier, also mit einem Konjunkturtief, auch Depression genannt. Die erste Phase wäre dann eben aus diesem Tal der Tränen der wirtschaftliche Aufschwung. Das heißt, die Wirtschaft würde wachsen, die Wirtschaftsleistung, und würde dann irgendwann in einen Boom übergehen. Hier steht auch sehr deutlich Vollbeschäftigung, Hochkonjunktur. Wichtig ist, dass wir uns hier klar machen, an dieser Stelle würde die Volkswirtschaft an ihrem Produktionspotenzial, also an ihrer Kapazitätsgrenze produzieren. Mehr ginge gar nicht, selbst wenn man das versuchen würde. Irgendwann trübt sich die Stimmung wieder ein. Das heißt, die Wirtschaftsleistung geht zurück. Es folgt also eine Rezession, ein Abschwung. Und hier haben wir dann irgendwann ein neues Tief, also wieder eine Depression. Und ja, danach geht es eben weiter in einen neuen Aufschwung und so weiter, der dann wieder in einen Boom verläuft, in einen Abschwung, Depression und wieder einen Aufschwung und so weiter und so fort. Das wäre der übliche Konjunkturzyklus, zumindest in dieser modellhaften Darstellung. So. Jetzt schauen wir uns die einzelnen Phasen genau an. Hier sind nämlich relativ viele ökonomische Werte oder Daten angegeben, die sich natürlich unterschiedlich entwickeln, je nach Phase. Und
Ja, diese unterschiedlichen Phasen, damit beschäftigen wir uns jetzt. Die vier Jahreszeiten des Konjunkturverlaufes. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, auch genannt Aufschwung, Boom, Abschwung, Depression, sind nun unser Thema. Nochmal zum Verständnis. Frühling, Sommer, Herbst und Winter sind hier natürlich bildlich zu verstehen, denn die Konjunkturphasen können natürlich, was ihre Dauer angeht, sehr unterschiedlich lang ausgeprägt sein. Fangen wir also mit dem Frühling an. Im Frühling fangen die Pflanzen an zu blühen, die Tage werden länger, das Wetter wird wärmer und die Leute bekommen Frühlingsgefühle. Tja, und die Frühlingsgefühle, die müssen wir uns hier psychisch so vorstellen, dass die Menschen einfach positive, optimistische Erwartungen an die Zukunft, also an den Wirtschaftsverlauf, an die wirtschaftlichen Zeiten bilden. Die Frühlingsgefühle haben wir hier bei Unternehmen und Haushalten. Im Aufschwung sind vor allen Dingen die Unternehmen sehr wichtig. Wenn sie nämlich positive Erwartungen an den Wirtschaftsverlauf, an die Geschäftsmöglichkeiten bilden, werden sie natürlich versuchen, sich darauf vorzubereiten. Das heißt, sie fangen an zu investieren. Die Investitionsnachfrage steigt. Einfach deshalb, weil die Unternehmen positive Geschäfte erwarten, also richtig gute Geschäftsmöglichkeiten und deshalb natürlich anfangen, ihre Fabriken zu modernisieren oder sogar auszubauen, neue Maschinen zu kaufen, neue Werkzeuge und so weiter und so fort. Also die Investitionsnachfrage steigt. Wenn die Investitionsnachfrage steigt, steigt natürlich auch die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Das heißt, wenn auf der rechten Seite der Nachfragegleichung etwas passiert, das heißt, die Investitionsnachfrage steigt, steigt natürlich auch die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, hier dargestellt auf der linken Seite. An dieser Stelle sei übrigens auf das Video verwiesen zum gesamtwirtschaftlichen Angebots- und Nachfragemodell. Da wird die gesamtwirtschaftliche Nachfragegleichung, Nachfragefunktion sehr ausführlich erklärt. So, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage steigt. Das heißt, die Nachfragekurve wird sich nach rechts verschieben und das Produktionsniveau wird entsprechend steigen. So, da aber die Unternehmen nicht nur investieren, sondern eben in ihre ausgebauten Fabriken auch ein paar Arbeiter reinschicken wollen, steigt natürlich auch die Arbeitsnachfrage und dementsprechend sinkt die Arbeitslosigkeit. Im wirtschaftlichen Aufschwung ist es durchaus möglich, dass es sogar schon zu leichten Lohnsteigerungen kommt. Das heißt, insgesamt steigt auch das Volkseinkommen. Das heißt, die Haushalte können sich mehr leisten und fangen auch an, mehr zu konsumieren, was ein Kennzeichen insbesondere der Boomphase ist, zu der wir gleich kommen. So, schauen wir uns das Ganze hier nochmal an. Das Wichtige ist, dass in einem Aufschwung die Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes steigen. Das ist sehr wichtig. Das heißt, wir haben von Quartal zu Quartal oder von Jahr zu Jahr steigende Wachstumsraten. Man kann sich das quasi als eine Art der wirtschaftlichen Beschleunigung vorstellen. Also quasi wie ein Auto. Und wenn man da aufs Gaspedal drückt, beschleunigt das Auto, fährt also immer schneller. Und das ist eben auch hier der Fall. Wir haben hier eine wirtschaftliche Beschleunigung, also steigende Wachstumsraten im Aufschwung. Quasi eine wirtschaftliche Expansion. Das wäre der Frühling. Es herrscht Sommer. Die Wirtschaft steht in voller Blüte. Das kann man daran erkennen, dass im Moment richtig Partystimmung herrscht. Das heißt, psychisch gesehen sind die Leute alle richtig gut drauf, sind bester Stimmung und das äußert sich eben bei Unternehmen und jetzt auch den Haushalten. Das heißt, die Konsumnachfrage kommt richtig in Gang. Wie wir festgestellt haben, steigt bei dem Aufschwung langsam auch das Volkseinkommen und wie man sieht, stehen die Konsumausgaben in Abhängigkeit zum Volkseinkommen und wenn das Volkseinkommen steigt, kommen auch die Konsumausgaben in Fahrt. Das heißt, die Leute sind wirklich bereit, größere Ausgaben zu tätigen, die sie vielleicht in einer anderen Stimmung gar nicht getan hätten. So, das heißt, die Konsumnachfrage steigt und gleichzeitig geht auch die Spartätigkeit runter. Das heißt, die Leute legen weniger Geld zurück, sondern geben es wirklich sehr viel stärker aus. Das heißt, die Konsumnachfrage kommt richtig in Gang.
Tja, das merken natürlich auch die Unternehmen, die auf einmal sehr viel mehr verkaufen können. Und deshalb steigt auch die Kapitalnachfrage und auch nochmal die Investitionsnachfrage. Das heißt, die Unternehmen legen noch richtig einen drauf und sagen, super, die Wirtschaft, die kommt richtig gut in Fahrt. Jetzt wollen wir doch mal sehen, dass wir eben auch richtig gute Geschäfte machen. Das heißt, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage steigt hier doppelt. Die Konsumnachfrage steigt, die Investitionsnachfrage steigt und die gesamtwirtschaftliche Nachfrage steigt richtig stark. Jetzt kommen wir allerdings in Boom mittlerweile in einen Bereich, der eher hier oben angesetzt ist. Das heißt, wir kommen in Richtung Kapazitätsgrenze. Was das heißt, dazu kommen wir gleich. Ja, da die Unternehmen also jetzt eben nochmal mehr investiert haben, steigt natürlich die Arbeitsnachfrage nochmal viel stärker. Und mittlerweile eben so stark, dass wir zur Vollbeschäftigung kommen. Das heißt, Arbeitslosigkeit ist quasi nicht mehr existent. Alle Menschen, die arbeiten wollen, arbeiten und machen unter Umständen sogar noch Überstunden, damit überhaupt die wirtschaftliche Lage entsprechend mit Produktion gefüllt werden kann. So, das heißt, die Volkswirtschaft produziert mittlerweile an ihrer Kapazitätsgrenze. Hier heißt das Produktionspotenzial, ist eigentlich das Gleiche. Das heißt, selbst wenn man wollte, könnte man die Produktion gar nicht weiter steigern. So, das heißt, wir sind ungefähr hier und deshalb merkt man, wenn sich die Nachfragegleichung oder die gesamtwirtschaftliche Nachfrage noch weiter nach rechts verschiebt, äußert sich das nur noch in steigendem Preisniveau, also in Inflationsdruck. Das heißt, Zinsen, Preise und auch Löhne steigen sehr, sehr stark an. So, jetzt kommen wir zu einer wichtigen Definition, was den Boom angeht. Und zwar gucken wir uns wieder die Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes an. Eben hatten wir noch eine Beschleunigung, jetzt haben wir konstant hohe, annähernd gleiche Wachstumsraten. Das ist ein zentrales Kennzeichen des Booms der Hochkonjunktur. Das heißt, die Wirtschaft würde jetzt hier quasi in ihrer Höchstgeschwindigkeit arbeiten. Das heißt, mehr wäre eigentlich nicht zu erreichen. Man produziert, man hat konstante Zuwächse an Wachstumsraten. So, das ist eben das Zeichen des Booms der Hochkonjunktur. Also konstant hohe Wachstumsraten, die man gar nicht weiter steigern kann, auch wenn man das wollte. Schauen wir uns den Herbst an. Tja, es ist Herbst geworden. Die Ernte wurde eingefahren und tja, man stellt so fest, dass irgendwie also die Erwartungen dann doch ein bisschen höher waren, als ja das Ergebnis, das letztlich eingetreten ist. Das heißt, irgendwie ja, ist man so in so einer Herbststimmung, also so eine Art ja, November Blues irgendwie. Ja, ist schon so ein Stimmungsdämpfer, würde ich sagen. Also bei den Unternehmen und ja, auch bei den Haushalten, die sind irgendwie auf einmal nicht mehr so gut drauf. Und ja, das heißt, letztlich so ein bisschen enttäuschte Erwartungen auch. Das heißt, die Unternehmer haben also festgestellt, dass ihre doch sehr optimistischen Erwartungen nicht ganz eingetreten sind und dass sie vielleicht doch etwas viel investiert und produziert haben. Das heißt, es haben sich Lagerbestände aufgebaut und ja, jetzt hat man die Lager gefüllt und sagt erstmal, ja gut, also wird doch wohl nicht so stark verkauft, wie wir uns das erhofft haben. Bauen wir jetzt erstmal die Lagerbestände etwas ab. Das heißt, die Investitionsnachfrage sinkt, weil man einfach Überkapazitäten geschafft hat. So, das heißt, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, also wenn hier auf der Seite die Investitionsnachfrage sinkt, sinkt natürlich auch die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Das heißt, das Ganze geht nach links wieder. Das heißt, die Produktion geht quasi zurück. So, und deshalb stellt man natürlich auch fest, dass man weniger Beschäftigte braucht. Das heißt, die Arbeitsnachfrage geht zurück und deshalb muss man feststellen, dass auch die Arbeitslosigkeit wieder leider steigt. So, das hat natürlich einen Effekt auf die Löhne, die stagnieren oder fallen sogar. Und ja, hier das Preisniveau, da wird man auch sagen, es stagniert oder es fällt sogar schon. Das heißt, man hätte sogar leichte Deflationstendenzen. Auf jeden Fall sinkt auch das Zinsniveau. Das heißt, nachdem man starken Inflationsdruck hatte, nimmt dieser im wirtschaftlichen Abschwung deutlich wieder ab. So, jetzt schauen wir uns nochmal die Wachstumsraten an. Und hier,
ist die Definition bei einer Rezession häufig die, dass man sagt, dass die Wachstumsraten zurückgehen. Rezession kommt ja vom lateinischen Wort recedere, also zurückgehen, Rückgang. Also eine Rezession ist eben ein wirtschaftlicher Rückgang. Jetzt ist aber die Frage, was geht hier eigentlich zurück? Manche Ökonomen sagen, die Wirtschaftsleistung geht zurück. Hier in unserem Lehrbuch haben wir allerdings das Verständnis, dass die Wachstumsraten abnehmen. Das heißt, man hat schon noch Wachstum, aber eben nicht mehr so starke Wachstumsraten. Die Wachstumsraten sinken. Man kann sich das quasi als eine wirtschaftliche, ja, Bremsung vorstellen. Das heißt, man tritt nicht mehr aufs Gaspedal im Auto, sondern man tritt auf die Bremse. Das heißt, das Auto fährt zwar noch, aber es fährt immer langsamer nach vorne. Also ein Bremsvorgang. Und den haben wir hier wirtschaftlich auch. Das heißt, das Wachstum schwächt sich einfach ab. Und das ist eben hier das Zeichen oder das Kennzeichen der Rezession, des Abschwungs, ja, einer wirtschaftlichen Herbststimmung eben. Es ist Winter geworden. Tja, die Pflanzen sehen dann so aus, wie sich die Wirtschaftsobjekte nun mal eben auch fühlen. Irgendwie schlecht. Tja, sprechen wir also über den Winter. Eine Depression, eine wirtschaftliche Depression, die Gott sei Dank nur ein Spezialfall ist, wird in dem Modell immer dargestellt, aber Gott sei Dank trifft die nicht so häufig zu, tritt nicht so häufig auf, weil eine richtige wirtschaftliche Depression ist schon heftig. Ja, das heißt, psychisch müssen wir uns das so vorstellen, dass auf einmal Angst eingekehrt ist. Mit das stärkste menschliche Gefühl überhaupt. Das heißt, bei Unternehmen und den Haushalten, die sind richtig mies drauf, haben totale Angst, was die Zukunft angeht. Also bilden negative Zukunftserwartungen, die dann dummerweise auch eintreffen. Also eine typische selbsterfüllende Prophezeiung, wenn man denkt, es wird schlecht, wird es auch schlecht. So, das heißt, die Haushalte gehen voran und stellen die Konsumnachfrage ein. Die kaufen nur noch das Nötigste und fangen an, wie verrückt zu sparen. Das heißt, die Konsumnachfrage geht zurück, die Spartätigkeit nimmt sehr stark zu. Und das nennt man hier auch Angstsparen, ja, weil die Leute einfach vorsagen auf schlechte Zeiten, die sie erwarten und die dummerweise dann noch eintreten. So, die Kapitalnachfrage und die Investitionsnachfrage geht auch deutlich zurück, weil auch hier die Unternehmen einfach erwarten, okay, die wirtschaftliche Stimmung ist am Boden, wir erwarten einfach keine Geschäftsmöglichkeiten mehr, lassen wir es mal mit investieren. Das heißt, sie nehmen quasi das zusätzliche Kapital gar nicht auf. So, und deshalb sinkt die gesamtwirtschaftliche Nachfrage sehr, sehr stark. Und zwar aus zwei Gründen, weil die Konsumnachfrage zurückgeht und die Investitionsnachfrage zurückgeht. Das heißt, wir haben einen starken Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und damit der volkswirtschaftlichen Produktion. Und die Situation ist deshalb so gefährlich, weil sich hier dann sehr starke, hartnäckige Arbeitslosigkeit einstellen kann, die dann unter Umständen auch für einen sehr langen Zeitraum besteht. Schlicht und ergreifend, weil sich wirtschaftlich nichts mehr tut. So, wir haben einen starken Produktionsrückgang, wir haben Unternehmenspleiten, das heißt, Unternehmen machen keine Gewinne mehr und sogar sehr starke Verluste verschwinden vom Markt. Das heißt, wirtschaftliche Strukturen werden in der Depression einfach vernichtet. So muss man das sich einfach mal vergegenwärtigen. Depression heißt ja wörtlich auch quasi zusammendrücken. Und was hier wirklich sich zusammendrückt, ist eben die wirtschaftliche Produktion. So, wir haben ein sinkendes Preisniveau und quasi eine Deflation. Das heißt, die Preise fallen und das ist deshalb so gefährlich, weil wenn die Wirtschaftsobjekte sinkende Preise erwarten, sie einfach ihre Konsumnachfrage immer weiter in die Zukunft verschieben, weil sie sagen, ja gut, in der Zukunft wird es noch billiger und es wird dann auch billiger, was einfach diesen Teufelskreis der Deflation verstärkt. So, schauen wir uns die Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes an. Die sind hier, und das ist wichtig, negativ.
Und das ist eben die Depression. Das heißt, ein Zusammendrücken der Wirtschaftsleistung. Das heißt, unsere wirtschaftliche Produktion, das Bruttoinlandsprodukt, sinkt absolut. Das heißt, wir haben eine schrumpfende Wirtschaft. Quasi eine Wirtschaft im Rückwärtsgang. Das heißt, die Produktion wird sehr stark zurückgefahren. Wir haben negative Wachstumsraten, was dazu führt, dass einfach die Wirtschaftsleistung sehr stark zurückgeht und eben auch das Wohlstandsniveau auf breiter volkswirtschaftlicher Ebene schrumpft. Das ist eben ein typisches Merkmal der Depression und das macht eine wirtschaftliche Depression auch so gefährlich. Wie lange die dauert, man weiß es nicht. Nur man hofft dringend auf den nächsten Frühling, auf den nächsten Aufschwung. Tja, jetzt müssen wir nochmal über die Grafik sprechen. Denn das, was wir eben sehr ausführlich erklärt haben, also die Konjunkturphasen, also ein Phasenmodell, diese Phasen werden hier in der Grafik so nicht wiedergegeben. Also wir haben ja das Konjunkturzyklusmodell als ein Phasenmodell und deshalb als ein Modell über Zeiträume verstanden und nicht über Zeitpunkte. Und von daher ist diese grafische Darstellung, auch wenn sie so populär ist, auch wenn sie in vielen Schulbüchern abgedruckt ist, nicht ganz wichtig. So, und schauen wir uns mal den Boom an. Hier haben wir ja keinen Zeitraum, also keine Phase, sondern einen Punkt, einen Wendepunkt, einen Extrempunkt. Das gleiche haben wir hier bei der Depression. Ein Tiefpunkt, ein Wendepunkt, ein Extrempunkt, aber keine Phase, keinen Zeitraum. Das ist eben so nicht richtig. Dann haben wir ja auch hier den verblüffenden Zustand, dass wir in der Hochkonjunktur ausgerechnet da überhaupt kein Wirtschaftswachstum mehr haben. Das heißt, hier steigt die Wertschöpfung, das Bruttoinlandsprodukt gar nicht mehr. Und den gleichen Zustand haben wir hier in der Depression. Klar, die Wirtschaft ist vorher gesunken, aber hier haben wir quasi so eine Art Stagnation. Auch das ist eher eine unrealistische Darstellung, weil wir ja gesagt haben, im Boom hat man sehr hohe, konstante Wachstumsraten und hier in der Depression hat man negative Wachstumsraten. Das Missverständnis kommt häufig daher, dass man ja quasi zwei unterschiedliche Verständnisse von Rezessionen hat, also vom Rückgang. Die Frage ist also, was geht denn hier ganz genau zurück? In der Grafik geht bei der Rezession, also im Abschwung, die Wirtschaftsleistung zurück. Das heißt, da schrumpft die Wirtschaft bereits. In der Erklärung unserer Phasen hatten wir das aber anders verstanden. Da haben wir gesagt, dass die Wachstumsrate zurückgeht. Das heißt, man hat schon noch Wachstum, aber eben ein abnehmendes Wachstum. Das Bruttoinlandsprodukt wächst noch, aber es wächst einfach langsamer. Und das ist eigentlich das Missverständnis, warum man hier häufig so verwirrende Erklärungen hat. Das Problem ist halt, wenn in der Rezession schon die Wirtschaftsleistung schrumpfen würde, fragt man sich natürlich, wofür braucht man dann noch die vierte Phase, die Depression? Weil man hätte ja schon in der Rezession eine depressive, also zusammendrückende Wirkung auf die Wertschöpfung. Also hier wird nicht so richtig scharf unterschieden in den Phasen. Und deshalb, wenn man also die Konjunkturphasen über die Wachstumsraten und die Entwicklung der Wachstumsraten definiert und versteht, ja, dann braucht man einfach eine alternative Darstellung, grafische Darstellung, die dieses Verständnis auch wiedergibt. Dazu kommen wir jetzt. Hier hätten wir eine alternative Darstellung des Konjunkturzyklus. Die versucht, die einzelnen Konjunkturphasen möglichst präzise darzustellen. Wir hatten ja Konjunkturphasen über Wirtschaftswachstum und die Entwicklung des Wirtschaftswachstums definiert und verstanden. Zur Erläuterung und Veranschaulichung borgen wir uns nun Überlegungen aus der Mathematik, aus der Differentialrechnung. Und zwar die erste Ableitung einer Funktion und die zweite Ableitung einer Funktion. Die erste Ableitung würde die Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes beschreiben. Die zweite Ableitung würde die Entwicklung der Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes beschreiben, also die Zunahme oder Abnahme der Wachstumsrate oder die Verstärkung oder Abschwächung des Wirtschaftswachstums des Bruttoinlandsproduktes. Schauen wir uns einmal
die Konjunkturphase noch mal genauer an. Im Aufschwung, also dem Frühling der Konjunktur, hätten wir positive Wachstumsraten, die sich sogar verstärken, also zunehmen. Im Boom, also dem Sommer der Konjunktur, hätten wir konstant hohe Wachstumsraten, also einen linearen Verlauf, da wir eben keine Verstärkung mehr haben. Im Herbst, dem Abschwung der Konjunktur, hätten wir zwar immer noch Wirtschaftswachstum, ja, aber dieses Wirtschaftswachstum würde sich abschwächen. In der besonders kritischen Phase des Konjunkturzyklus, dem Winter der Depression, hätten wir einen entscheidenden Unterschied im Vergleich zu allen anderen Phasen. Wir hätten hier ein Schrumpfen des Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, die Wachstumsrate wäre negativ. Und in der ganz kritischen Phase wird sich dieser Schrumpfungsprozess sogar noch verstärken, um sich im Laufe der Zeit abzuschwächen, um dann langsam hoffentlich in den nächsten Aufschwung überzugehen. Das wäre eine alternative Darstellung des Konjunkturzyklus, die ich persönlich für etwas zielführender halte. Wenn man sich einmal die Wirtschaftsdaten der Bundesrepublik anschaut, also die Wachstumsraten der letzten 70 Jahre, also seit den 50ern, stellt man fest, dass man am Anfang sehr, sehr hohe Wachstumsraten hatte und die über die Jahre, Jahrzehnte immer kleiner wurden. Durchaus auch mit diesen unterschiedlichen Schwankungen dabei. Das Wichtige, was ich hier nochmal darstellen möchte, ist, dass die Depression, also das Schrumpfen der Volkswirtschaft, doch eher ein Ausnahmefall ist. Das hatte man hier 1967 zum ersten Mal. Da war man auch relativ geschockt. Die Wirtschaft ging um minus 0,3% zurück. Man kam dann mit dem magischen Viereck um die Ecke, also dem Stabilisierungs- und Wachstumsgesetz. Dazu gibt es übrigens auch ein Video zu den wirtschaftspolitischen Zielen. Wen das interessiert, der kann sich das gerne mal hier anschauen. Und man hatte dann in den 70ern, 1974 hatte man einen Einbruch von minus 1,3%. Dann Anfang der 80er hatte man minus 0,9% Wirtschaftseinbruch. Nach der Wiedervereinigung hatte man auch so eine kleine depressive Phase, minus 1%. Anfang 2002 ein leichter Rückgang. Drastisch wurde es aber hier in der Finanzkrise. Die Daten scheinen sich übrigens zu unterscheiden. Hier haben wir minus 5,1, hier haben wir minus 5,7. Also auf jeden Fall einen drastischen Einbruch der Konjunktur, der wirtschaftlichen Produktion. Und jetzt in der Corona-Pandemie haben wir auch einen sehr, sehr drastischen Wirtschaftseinbruch. Und persönlich würde ich sagen, das ist nicht nur eine Rezession, sondern wenn das keine Depression ist, dann weiß ich nicht, was eine sein soll. Also eine wirkliche, drastische Schrumpfung der Wirtschaftsleistung, eben eine Depression. Hoffen wir, dass das schnell wieder vorbei ist. Kommen wir nun zu einem weiteren Schwerpunkt, und zwar den Wachstumstheorien und der Frage, wie es überhaupt zu Wirtschaftswachstum kommen kann. Bevor wir uns mit vier bekannten Ansätzen auseinandersetzen, die versuchen, Wirtschaftswachstum zu erklären, schauen wir uns erst einmal die gesamtwirtschaftliche Produktionsfunktion an. Diese ist hier grafisch dargestellt und natürlich auch als Funktion. Wir stellen uns quasi die gesamte Volkswirtschaft als eine riesengroße Fabrik vor. Y wäre hier das Bruttoinlandsprodukt, die Wertschöpfung, die Produktion der Fabrik. Wenn wir jetzt mehr Arbeit einsetzen, steigt natürlich die Produktion. Wenn wir mehr Kapital einsetzen, steigt ebenfalls die Produktion. Alpha wäre hier so eine Art Hilfsgröße für den technischen Fortschritt. Darüber sprechen wir an anderer Stelle sicher nochmal in Ruhe. So, jetzt schauen wir uns einmal die Produktion in Abhängigkeit von Kapital an.
Hier hätten wir eine relativ unterentwickelte Volkswirtschaft. Wenn wir jetzt beginnen würden, Kapital einzusetzen, hätten wir sehr, sehr hohe Wachstumsraten. Jetzt schauen wir uns mal eine Volkswirtschaft an, die schon ein deutlich höheres Entwicklungsniveau hat. Wenn wir hier jetzt mehr Kapital einsetzen würden, hätten wir auch Wachstumsraten, also positive Grenzerträge, sicherlich. Diese Wachstumsraten wären aber in einer Volkswirtschaft mit hohem Entwicklungsniveau deutlich geringer. Das heißt, je höher der Kapitalbestand ist, desto geringer sind die zusätzlich möglichen Wachstumsraten. Hier hätten wir das Ganze nochmal anders dargestellt. Das heißt, hier haben wir die Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes und man sieht, dass die relativ hoch ist, wenn der Kapitalbestand der Volkswirtschaft noch niedrig ist. Steigt der Kapitalbestand, nehmen die Wachstumsraten im Laufe der Zeit ab. Ist das nun eine realistische Annahme? Ja oder nein? Schauen wir uns dazu einmal die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland an. So, hier haben wir das Jahr 1949, die Gründung der BRD. Das Bruttoinlandsprodukt, nehmen wir mal an, würde hier 100 betragen. Jetzt hätten wir hier 2005 einen Wert über 800. Das heißt, wir hätten hier eine Verachtfachung. Das ist natürlich eine beeindruckende Leistung. Wenn wir uns jetzt einfach mal die Entwicklung anschauen, wäre das quasi ein linearer Verlauf, wenn wir die Wachstumsraten der 50er einfach in die Zukunft fortschreiben würden. Man sieht hier, dass wir ein deutlich höheres Niveau hätten erreichen müssen. Also man kann in etwa erkennen, dass wir doch hier insbesondere einen abnehmenden Verlauf haben. Man sieht das vielleicht sogar noch besser, wenn man sich einfach mal die Entwicklung der Wachstumsraten anschaut. Also quasi diesen Verlauf hier. Hier haben wir in den 50ern sehr, sehr hohe Wachstumsraten, das heißt in etwa 10%. Und im Laufe der Zeit nehmen diese Wachstumsraten natürlich entsprechend ab. Das heißt also, dass diese Annahme der positiven, aber abnehmenden Grenzerträge, ja, empirisch nicht ganz falsch ist. Kommen wir nun also zu den Wachstumstheorien. Die klassische Wachstumstheorie, auch genannt Merkantilismus oder Absolutismus, vorherrschend im 16. bis 18. Jahrhundert. Zu dieser Zeit vertrat man die Ansicht, dass Wachstum insbesondere aus Kapital entsteht. Das heißt, das Ziel eines erfolgreichen Staatswesens musste es sein, möglichst viel Kapital anzuhäufen. Man stellte sich quasi den Staat als einen Kaufmann vor. Daher kommt übrigens der Begriff Merkantilismus vom lateinischen Wort Mercator, der Kaufmann. Und dieser Kaufmann sollte möglichst viel Kapital anhäufen und diesen Schatz möglichst sicher hüten. Daher auch folgende Ansichten. Sparen wurde als etwas Gutes gesehen und Geld ausgeben, also konsumieren, als etwas prinzipiell Schlechtes. Exporte, also der Verkauf von heimischen Waren ins Ausland, war etwas Gutes, weil man ja im Gegenzug dann einen Geldzufluss generieren konnte. Spiegelbildlich gesprochen waren Importe, also der Kauf von Auslandswaren, etwas Schlechtes, weil ja dann Kapital abfließt. Also war man der Meinung, dass Wachstumspolitik insbesondere Kapitalbildung ist. Man stellte sich einen starken Staat quasi als so eine Art Sparschwein vor. Und je fetter das Schwein war, desto mächtiger und reicher war natürlich der Staat. Interessanterweise hatte man sehr merkwürdige Vorstellungen, was denn einen starken Staat so ausmacht. Ein Staat galt dann als besonders stark, wenn der Staat ein möglichst großes Militär hatte, also ein großes Heer. Ein Staat galt dann als stark, wenn er sich einen riesen Verwaltungsapparat leisten konnte und natürlich, ganz wichtig, Hof halten konnte. Das heißt, repräsentative Schlösser hatte, bei denen die Herrscher ihre Macht und ihren Glanz repräsentativ zelebrieren konnten. Das war quasi die Sicht eines reichen und starken Staates. Reichtum war also Geld und Gold. Eine ähnliche Sichtweise, die es heute auch noch gibt, zumindest was den Außenhandel angeht,
wäre der Protektionismus. Das heißt, Exporte wären gut, Importe wären schlecht. Das ist quasi eine moderne Sichtweise der klassischen Wachstumstheorie. Die marxistische Wachstumstheorie nach Karl Marx 1818 bis 1883. Das Besondere an dieser Wachstumstheorie ist, dass quasi das Wachstum der Marktwirtschaft oder des Kapitalismus aus sich selbst erklärt hat, also quasi aus der Wettbewerbslogik des Systems. Laut Marx war nämlich der Kapitalismus oder ist der Kapitalismus eine Wettbewerbswirtschaft, ganz klar. Und Karl Marx hatte, sagen wir mal, eine Vorstellung vom Wettbewerb, die weniger einem, sagen wir mal, einem Fairness-Wettbewerb, sagen wir mal, in einer Schule gleicht, sondern eher so einer Art von Überlebenskampf, also quasi fressen und gefressen werden. In dieser Zeit, in der Marx aufgewachsen ist oder auch gelebt hat und publiziert hat, waren Begriffe wie Kampf ums Dasein, Survival of the Fittest oder eben fressen oder gefressen werden. Das heißt, bei Marx war es ganz klar, dass Unternehmen in der Marktwirtschaft oder im Kapitalismus nur dann überleben können, wenn sie weiter wachsen. Und sie können nur dann wachsen, wenn sie weitere Marktanteile erreichen und auch Marktmacht über diese marktbeherrschende Stellung ausüben können. Das heißt, bei Marx war es völlig offensichtlich, dass im Kapitalismus Unternehmen ja einer Art Wachstumszwang unterliegen. Das heißt, sie müssen akkumulieren und diese Akkumulation, also die ständige Erweiterung des Unternehmens, würde dazu führen, dass Märkte zu einer Konzentration führen und dass auf den Märkten nur noch wenige große Unternehmen bestehen können, die diese Märkte natürlich auch völlig beherrschen. Interessanterweise führte dieser Wachstumszwang dann irgendwann zu einer Überproduktion durch diese Unternehmen und laut Marx war es so, dass diese Überproduktion dazu führt, dass die Unternehmen irgendwann nicht mehr genug Gewinne machen können und letztlich das System, also der Kapitalismus, zusammenbricht. Letztlich wäre das quasi so, dass die Großen, die Kleinen fressen und irgendwann der Große so dermaßen groß ist, dass er nicht mehr genug zu fressen findet und das ganze System, also der große Fisch, kollabiert, sozusagen. Das heißt, bei Marx war es quasi eine wissenschaftliche Zwangsläufigkeit, dass der Kapitalismus irgendwann zusammenbricht, vom Sozialismus beerbt wird und dieser Sozialismus dann irgendwie auf nebulöse Weise in den Kommunismus übergeht. Gut, die Analyse hat sich vielleicht als nicht realistisch erwiesen, aber die Analyse der kapitalistischen Wettbewerbs- und Wachstumslogik, die, würde ich sagen, ist weitgehend gelungen. Das heißt, Marx hat quasi analysiert, dass eine Marktwirtschaft Wettbewerb schützen muss, damit eine Marktwirtschaft oder ein Kapitalismus überhaupt innovativ sein kann und auch vor allen Dingen innovativ bleiben kann und Wachstum generieren kann. Das heißt, man hat dann irgendwann sogar eine Behörde gegründet, und zwar das Bundeskartellamt, welches den Wahlspruch hat oder das Motto: offene Märkte, fairer Wettbewerb. Das heißt, das Bundeskartellamt hat es sich zur Aufgabe gemacht, Märkte zu kontrollieren, dass eben kein Unternehmen irgendeine marktbeherrschende Stellung entwickeln kann, dass Märkte offen bleiben, also neue Akteure auf die Märkte treten können und dieser Wettbewerb, sagen wir mal, fair ist, in dem Sinne, dass kein Unternehmen den Markt in seinem Interesse quasi beherrschen kann. Also letztlich gibt es so eine Art Redewendung: Wettbewerb belebt das Geschäft. Das Umgekehrte gilt natürlich auch. An dieser Stelle möchte übrigens mein Freund Hennis einen Vorschlag machen. Und zwar insbesondere an das Bundeskartellamt, doch mal einen Prüfauftrag Fußball-Bundesliga vorzunehmen, indem man sich vielleicht auch mal anschaut, wie es denn ausschaut, welcher Club
oder welche Vereine die deutsche Meisterschaft in den letzten 20 Jahren doch, sagen wir mal, vorrangig gewonnen haben. Also Hennes ist der Meinung, dass das Bundeskartellamt einfach mal prüfen sollte, ob es in der Fußball-Bundesliga quasi so eine Art marktbeherrschende Stellung gibt. Man könnte auch der Meinung sein, dass man vielleicht die Meisterschale allein aus ökologischen Gründen schon einfach in München lässt und nur in den seltenen Ausnahmefällen überhaupt noch da abholt, um sie dann an eine andere Stelle zu bringen, was natürlich auch nur kurzfristig ist, weil sie dann sowieso im nächsten Jahr wieder nach München gebracht werden muss. Das heißt, hier könnte man der Meinung sein, dass es eine marktbeherrschende Stellung eines Einzelunternehmens oder auch Fußballvereins gibt. Wie dem auch sei, man hat davon abgesehen, Innovation und Wachstum braucht letztlich Wettbewerb, weil sonst ermüdet jedes System. Sei es ein Markt oder die Fußballnationalmannschaft. Die keynesianische Wachstumstheorie ist eigentlich eine Konjunkturtheorie oder genauer gesagt eine Konjunktursteuerungstheorie. Über den Konjunkturzyklus haben wir ja schon ausführlich gesprochen. Und hier sind zwei Phasen ganz besonders sensibel. Und zwar erstens der Boom, bei dem eine wirtschaftliche Überhitzung drohen kann, oder die Depression, in der die Wirtschaftsleistung und Wertschöpfung absolut gesehen schrumpft. Diese beiden Phasen sind eigentlich auch der Ausgangspunkt der keynesianischen Wachstumstheorie oder der antizyklischen Konjunkturpolitik nach John Maynard Keynes. Die Feststellung ist die, dass das Wachstum einer Volkswirtschaft im Wesentlichen durch die gesamtwirtschaftliche Nachfrage bestimmt wird. Also die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ist letztlich der Konjunkturzyklus. Und die Idee ist die, dass der Staat quasi durch seine Ausgabenpolitik die Schwankungen im Konjunkturzyklus deutlich abmildern kann. Letztlich würde man dadurch auch eine bessere Planbarkeit und Steuerung, ja, der gesamten wirtschaftlichen Konjunktur oder gesamten wirtschaftlichen Entwicklung erzeugen. Die Idee ist ganz einfach die, dass der Staat quasi in einer Boomphase seine Staatsausgaben deutlich zurückfahren sollte, um zu sparen. Das heißt, die Konjunktur, die eh überhitzt ist, würde gedrosselt. Man würde quasi diese Spareinlagen oder Sparvorräte dafür verwenden, um in schlechten Zeiten gegensteuern zu können. Das wäre natürlich in einer Depression der Fall. Hier würde der Staat massiv seine Ausgaben ausweiten, also ein expansives Ausgabenprogramm, unter Umständen auch Schulden aufnehmen, um die Konjunktur entsprechend zu stützen. Letztlich wäre es also das Ziel, eine möglichst stetige und gleichmäßige wirtschaftliche Entwicklung hinzubekommen, also quasi konstante Wachstumsraten. Das sähe dann im Wesentlichen so aus. Man hätte quasi keine Konjunkturschwankungen mehr, sondern eine möglichst konstante Entwicklung, hier dargestellt durch diese rote Linie. Und diese konstante wirtschaftliche Entwicklung, also dieses konstante Wirtschaftswachstum, würde durch die antizyklische Konjunkturpolitik erzeugt. Wachstumspolitik ist also letztlich nichts anderes als Konjunkturpolitik. Die neoklassische Wachstumstheorie ging von ähnlichen Überlegungen aus wie die Klassiker. Und zwar, dass sich Wirtschaftswachstum durch Wachstum bei den Produktionsfaktoren, Arbeit und Kapital erklären lässt. Also quasi durch Bevölkerungswachstum und Kapitalbildung, sprich die Sparquote einer Volkswirtschaft. Jetzt stand man allerdings vor einem Rätsel, denn es gibt ja auch Wirtschaftswachstum, das sich eben nicht durch Veränderungen bei Arbeit und Kapital erklären lässt. Diese Veränderung nannte man dann schlicht technischen Fortschritt. In unserer Produktionsfunktion dargestellt durch Alpha, also quasi so eine Art Innovationsmaß, ein Maß für technischen Fortschritt. Jetzt ist die Frage, was man sich darunter vorstellt. Und man griff hier auf die Vorstellung einer Basisinnovation zurück, also quasi eine Erfindung, die so bahnbrechend und revolutionär ist, dass sich wirtschaftliche Strukturen und gesellschaftliche Strukturen vollkommen verändern. Eine Basisinnovation kann entweder eine neue Produktionstechnik sein oder ein neues Produkt. Wichtig ist, dass ein Verdrängungsprozess initiiert wird, also eine neue Technik verdrängt eine alte Technik oder ein neues Produkt verdrängt ein altes Produkt.
Jetzt stellte man sich irgendwann die Frage, wo kommen denn diese Basisinnovationen eigentlich her? Und hier stellte man sich so eine Art Pionierunternehmer vor, also quasi einen Erfinder, der eine völlig neue Idee am Markt und in der Gesellschaft platziert. Und was sich dann vollzog, war quasi so ein Akt kreativer Zerstörung. Das heißt, alte Techniken wurden verdrängt durch neue Techniken, alte Produkte wurden verdrängt durch neue Produkte. In dieser Vorstellung ist quasi Wachstumspolitik also so eine Art Innovationspolitik, also eine Politik, die Erfindungen fördert. Deshalb auch durchaus Bildungspolitik. Vorausgesetzt, dass Bildungspolitik hier darauf abzielt, kreatives und schöpferisches Denken zu fördern. Um das Ganze zu modellieren, griff man auf die Theorie der langen Wellen zurück, die sogenannten Kondratjew-Zyklen. Dazu kommen wir jetzt. Basisinnovationen werden also von Pionierunternehmern verursacht und verändern durch kreative Zerstörung Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen grundlegend. Diese Vorstellung findet sich bei Schumpeter und Schumpeter bediente sich der Theorie der langen Wellen von Kondratjew, den sogenannten Kondratjew-Zyklen. Dazu verlieren wir auch hier ein paar Worte. Die Theorie ist letztlich die, dass es alle 30 bis 50 Jahre zu diesen sogenannten Basisinnovationen kommt und diese die wirtschaftliche Dynamik grundlegend und langfristig prägen. Das Beispiel wäre hier die Dampfmaschine und Textilindustrie Ende des 18. Jahrhunderts. Diese Erfindungen haben letztlich die Basis für die Industriegesellschaft an sich gelegt. Die Erfindung der Eisenbahn und des Massentransportes ist ebenfalls sehr grundlegend gewesen für die Industriegesellschaft, wie wir sie kennen. Elektrischer Strom, Stahl, Chemie, Massenproduktion, wenn wir uns diese Erfindungen mal wegdenken, ja, wäre unsere Gesellschaft, wie wir sie jetzt kennen, quasi am Ende. Das Auto ist natürlich auch eine bahnbrechende Innovation gewesen und hat ja zu individueller Mobilität geführt, klar, aber vor allen Dingen auch unser Denken dahingehend verändert, wie wir überhaupt Städte planen und mit Ressourcen umgehen und mit Grundstücken umgehen. Das Internet und die Informationstechnik ist natürlich auch eine bahnbrechende Erfindung, ganz klar. Früher sah Schule vor allem so aus und heute hat man natürlich durch Internet ganz andere Bildungsmöglichkeiten und ja, gibt uns die Möglichkeit, im Rahmen einer Pandemie sogar auf Homeschooling und Lernen auf Distanz mithilfe des Internets zurückzugreifen. Jetzt ist die Frage, was ist der sechste Kondratjew-Zyklus? Es gibt hier unterschiedliche Überlegungen. Mikrosystemtechnik, Nanotechnologie, Biotechnologie, Gentechnologie, Gesundheit, Bildung, vernetztes Wissen, was auch immer. Das Entscheidende einer Basisinnovation ist jedoch, dass quasi wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen eintreten, von denen wir jetzt noch überhaupt keine Vorstellung haben. Zum Abschluss kommen wir noch auf die Wachstumskritik zu sprechen. Die Grundfrage ist nämlich ganz einfach, die kann eine Wirtschaft bei begrenzten Ressourcen dauerhaft quasi unendlich wachsen? Und da sagen die Wachstumskritiker natürlich, nein, logischerweise geht das nicht. Die Argumentation ist hier relativ einfach. Die Feststellung ist nämlich die, dass man sagt, Wirtschaftswachstum heißt ja letztlich Wertschöpfung. Und diese Wertschöpfung heißt letztlich immer auch Ressourcenverbrauch. Das heißt, unser Wirtschaftssystem hat quasi logischerweise eine ökologische Grenze, unseren Planeten Erde. Und ja, da es diese ökologische Grenze gibt, ist logischerweise das Wirtschaftswachstum auch begrenzt. Jetzt gibt es hier zwei unterschiedliche Kritikansätze. Die erste Richtung geht davon aus, dass es schon Wachstum geben kann, aber dass dieses Wachstum quasi grünes Wachstum sein kann oder sein muss. Also quasi ein Wachstum, das im weitesten Sinne ohne eine Steigerung des Ressourcenverbrauchs auskommt. Diese Theorie werden wir uns natürlich anschauen. Dann gibt es einen zweiten Ansatz, und zwar die sogenannte Postwachstumsgesellschaft oder die Idee des Postwachstums. Das heißt also quasi eine Gesellschaft oder ein Wirtschaftssystem ohne Wachstum.
bei dem man ganz einfach sagt, wir haben die ökologische Grenze längst schon erreicht, wenn nicht sogar überschritten. Es ist dringend Zeit, dass wir uns von dem Wachstumsgedanken, von dem Wachstumszwang lösen und mit diesem Grundgedanken über Wirtschaftsprozesse völlig neu nachdenken müssen. Diesen Ansatz schauen wir uns natürlich auch an. Die Idee des grünen Wachstums wird durch eine einfache These vertreten. Wachstum soll grün werden, indem man Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch, das heißt Umweltbelastung, durch systematischen Einsatz technischen Fortschritts voneinander entkoppelt. Man möchte also in Zukunft ein Wachstum haben, das durch deutlich weniger Ressourceneinsatz, also Ressourcenverbrauch, klarkommt. Technischer Fortschritt, neue Technik, muss allerdings erstmal hergestellt werden, also verbraucht erstmal selber Ressourcen. Beispielsweise müssen Windräder und Solartechnik erstmal hergestellt werden, damit sie überhaupt Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke ersetzen können. Neue Technik muss ressourcenschonender sein und alte Technik schnell und konsequent ersetzen, damit der Ressourceneinsatz überhaupt sinken kann. Wenn man also das eine tut, muss man das andere konsequenterweise lassen. Das Problem ist allerdings, dass die alte Technik erstmal eine Weile neben der neuen Technik koexistiert. Das heißt, der Ressourcenverbrauch wird erstmal steigen. Darüber hinaus hat man eine moralische Diskussion zu führen. Denn Wirtschaftswachstum wird ja als Wachstum des Bruttoinlandsproduktes, also als Produktionswachstum, gemessen. Und das Bruttoinlandsprodukt ist moralisch gesehen blind. Das Bruttoinlandsprodukt unterscheidet nämlich nicht zwischen gut und schlecht oder grünem Wachstum und schlechtem Wachstum, sondern das Bruttoinlandsprodukt kennt eigentlich nur die Unterscheidung zwischen mehr und weniger. Vor diesem Hintergrund müsste man gesellschaftlich erstmal diskutieren, was denn überhaupt grünes Wachstum ist und was im Vergleich schlechtes Wachstum wäre. Der Traum von grünem Wachstum ähnelt so ein bisschen einem uralten Menschheitstraum, und zwar dem Traum vom Perpetuum mobile. Das heißt, einer Energiequelle, die unendlich viel Energie erzeugen kann, ohne selber Energie zu verbrauchen. Man stellt sich quasi die Wirtschaft als eine Art Maschine, als ein Gerät vor, die unendlich selber Energie erzeugen kann, ohne selber eine Energiezufuhr zu brauchen. Letztlich so eine Art energiepolitisches Zauberland, bei dem Energie unendlich und ökologisch kostenfrei entsteht. Es sieht so aus, als würde der Traum von grünem Wachstum auch noch für längere Zeit ein uralter Menschheitstraum bleiben müssen. Die Idee des Postwachstums oder die Postwachstumstheorie greift die Kritik am grünen Wachstum auf. Die Postwachstumstheorie stellt sich quasi die Wirtschaft als eine Wirtschaft ohne Wachstum vor. Die These wäre in etwa die, dass man sagt, man hat einen Lebensstandard erreicht, den man gar nicht mehr steigern muss oder soll, sondern es geht in Zukunft vor allen Dingen darum, diesen Lebensstandard deutlich effizienter zu erwirtschaften. Vor dieser Logik wären Wachstumsmöglichkeiten vor allen Dingen Produktivitätszuwächse. Und wenn man jetzt Produktivität als Verhältnis zwischen Bruttoinlandsprodukt und Ressourcen, also Produktion und Planet Erde, versteht, dann könnte man sich natürlich die Frage stellen, wie man in Zukunft Produktivitätsfortschritte nutzen möchte. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Das Maximalprinzip würde sagen, dass man die Ressource konstant hält, also den Planet Erde, und versucht, die Produktion zu maximieren. Das heißt, möglichst viel Produktion aus dem Planeten Erde herausholt. Das heißt, der Fokus wäre hier ganz klar auf mehr Produktion. Und die Postwachstumstheoretiker würden sagen, dass das Prinzip ist, das wir gegenwärtig verfolgen. Maximierung der Produktion, kostet es, was es wolle, ökologisch äußerst bedenklich. Die Anhänger der Postwachstumstheorie würden sagen, wir sollten lieber nach dem Minimalprinzip verfahren. Also quasi den Lebensstandard konstant setzen und versuchen, den Ressourceneinsatz zu minimieren. Das heißt, wir würden einen Lebensstandard festsetzen
und versuchen, die Erde als Ressource möglichst wenig in Anspruch zu nehmen, also möglichst schonend zu behandeln. Das wäre quasi die Idee der Postwachstumstheorie. Man hätte quasi so eine Art, ja, Wachstumsparadox, denn wenn die Wirtschaft aufgrund höherer Produktivität wachsen kann, schafft sie ja eigentlich Reduktionsmöglichkeiten. Das heißt, sie müsste gar nicht mehr wachsen, sondern könnte sogar versuchen, dieses Niveau durch weniger Einsatz zu erreichen. Das heißt, wenn man das Bruttoinlandsprodukt als Lebensstandard versteht, wäre bei steigender Produktivität dieser Lebensstandard durch deutlich weniger Ressourceneinsatz erreichbar. Das heißt auch durch weniger Arbeitseinsatz. Deshalb hätte die Volkswirtschaft oder Weltwirtschaft eigentlich deutlich mehr Freizeit. Und die soziale Frage oder politische Frage, die es dann zu diskutieren gibt, wäre, ob die Gesellschaft mehr Produktion wünscht oder mehr Freizeit. Die weitergehende Kritik wäre in etwa so zu verstehen, dass man sagt, dass die Wirtschaft nicht nur nicht weiter wachsen soll, sondern dass es gesellschaftlich und auch ökologisch erwünscht bis notwendig ist, dass die Wirtschaft sogar schrumpft. Das heißt, man würde argumentieren, dass das Wirtschaftssystem jetzt schon so zu viel Wohlstandsschrott produziert und deshalb, ja, man weniger Wirtschaftsleistung in Zukunft braucht. Wenn man so argumentiert, hat man natürlich Verzichtsdiskussionen zu führen. Das heißt, man müsste die Frage beantworten, welche Produkte jetzt gut sind, also gesellschaftlich und ökologisch erwünscht, und welche schlecht wären, also gesellschaftlich und ökologisch abzulehnen wären. Man hätte natürlich auch eine Verteilungsdiskussion zu führen, das heißt, wer bekommt wovon wie viel. Der Trick am Wirtschaftswachstum ist nämlich der, dass Fragen zur Verteilungsgerechtigkeit sich durch Wirtschaftswachstum sehr gut verstecken lassen. Denn wenn man quasi aus Zuwächsen etwas verteilen muss, ist das etwas leichter, als wenn man aus einem Bestand verteilen muss. Das heißt, bildlich gesprochen, wenn der Kuchen wächst, können die zusätzlichen Kuchenstücke leichter verteilt werden, denn alle stellen sich irgendwie besser als vorher. Wenn der Kuchen aber nicht wächst, dann ist natürlich jede Verteilungsdiskussion ein Nullsummenspiel. Das heißt, das, was die eine Person abgibt, würde die andere Person bekommen und natürlich umgekehrt. Was eine Person bekommt, müsste eine andere bereit sein, herzugeben. Eine andere Problematik, die wir hätten, wäre, dass die Verteilung der Wirtschaftsleistung ja für die große und überwiegende Mehrheit der Bevölkerung an Erwerbstätigkeit geknüpft ist. Das heißt, Arbeitsentlohnung ist für den überwiegenden Teil der Bevölkerung wesentlich entscheidender als Kapitalentlohnung. Das heißt, man hätte quasi zwangsläufig Diskussionen über Verteilungsfragen zwischen Kapital und Arbeit. Letztlich wäre eine Wirtschaft ohne Wachstum bei steigender Produktivität eine Wirtschaft, die auch einfach weniger Arbeitsbedarf hat. Das heißt, wenn natürlich die Erwerbsarbeit maßgeblich dafür ist, dass jemand Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen hat, ist natürlich eine Wirtschaft mit weniger Arbeitsbedarf ja erstmal ein Problem, weil natürlich dann der Zugang für viele Leute zu gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ressourcen einfach versperrt ist. Das heißt, wenn die Wachstumslogik aus ökologischen Gründen an ihr Ende gekommen ist, lassen sich natürlich Verteilungsfragen und Gerechtigkeitsfragen in Zukunft nicht mehr so einfach verstecken, sondern rücken in das Zentrum der gesellschaftlichen und politischen Diskussion. Die Postwachstumstheorie schlägt jetzt Konzepte wie Nutzungsgesellschaft statt Besitzgesellschaft vor. Das heißt, es geht letztlich um den Zugang zu Ressourcen, weniger um den Besitz der Ressourcen. Schlagwörter wie gemeinschaftlicher Konsum und Sharing Economy werden auch in den Raum gestellt. Die Grundidee wäre hier, dass eine Gesellschaft mit deutlich weniger Produkten auskommen kann, wenn diese Produkte gemeinschaftlich
genutzt werden. Wenn man jetzt auch angesichts der Produktivitätsfortschritte der Meinung ist, dass die Erwerbsarbeit an ihr Ende gekommen ist, dann kann man natürlich auch der Meinung sein, dass eine Gesellschaft verpflichtet ist, alle Menschen eine Art Grundeinkommen unabhängig von Erwerbstätigkeit sozusagen als Menschenrecht zur Verfügung zu stellen. Ob diese Lösungsvorschläge jetzt wirklich Lösungen für die entscheidenden Fragen der Zukunft sind, das sei mal dahingestellt. Nur angesichts der Wachstumslogik unseres Wirtschaftssystems und der erkennbaren ökologischen Grenzen wäre es schade, wenn man diese Lösungsvorschläge nicht wenigstens vernünftig prüft und diskutiert.